Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video werden wir Wespen, Bienennester, ich weiß nicht genau was es ist, in Epoxidharz eingießen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas eingießen werde. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle es mir cool vor, also das Ergebnis, wenn ich dann alles vernünftig umgesetzt kriege. Ich dachte, es ist cool, wenn ihr die Chance habt, auch das erste Mal wirklich dabei zu sein, wenn ich das mache. Ich habe ja schon ein bisschen mit Epoxidharz rumexperimentiert. Hat nicht so gut cool funktioniert bisher, aber ich bin gespannt, was wir heute daraus machen. Zuallererst wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie diese Nester aussehen von nahem. Das ist wirklich extrem interessant, wie die kleinen Tierchen das aufbauen. Die hängen dann meistens quasi so von oben nach unten. Zumindest die kleinen oder diese Kugeln. Ich versuche euch jetzt nochmal wieder so einen Nahausschnitt zu machen. Ja, da kann man es ganz cool sehen, wie die aufgebaut sind. Richtige Sechsecke, echt cool. Super leicht, gehen auch richtig, richtig schnell kaputt. Also ein falscher Fingergriff und da bricht echt was ab. Ich zeige euch nochmal ein anderes. Das große nämlich, wo die ganz vielen Feinen drin sind. Da seht ihr auch schon, dass ziemlich viel von der Rückseite abgegangen ist und die lösen sich auch irgendwie super schnell auf. Deswegen wollte ich das ganz schnell eingießen, damit ich das mir ein bisschen verwahren kann. So sehen die Nester dann im Allgemeinen aus. Hier ist der Eingang, da drin ist die Ware oder der Aufbau des Nestes dann. Aber bei denen war das hier schon nicht mehr der Fall, dass man da irgendwas Lebendes sehen konnte. Die waren alle schon kaputt. Also da war nichts mehr bewohnt oder so. Ich würde auch niemals aus der Natur irgendwas nehmen, wo noch Leben drin ist oder es kaputt machen. Außer vielleicht Moos. Aber dann immer nur respektvoll, ihr wisst. Das erste Nest, was ich eingießen möchte, ist dieses hier. Das kommt in so eine relativ flache Form. Ich werde dafür, denke ich, was vom Rand abschneiden müssen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Werden wir gleich sehen. Legen wir einfach mal los. In das zweite Förmchen kommt das, was ihr eben schon gesehen habt, das relativ große Nest hier. Da versuche ich dann mit einer Außenhülle eines anderen Nestes auch irgendwie eine Form hier drin zu erzeugen. Da ist das kleine. Das weiß ich noch nicht, wo wir reintun können. Ich würde es gerne eigentlich genau in der Mitte überschneiden und auch den Wabenaufbau in der Mitte genau in der Mitte überschneiden und dann wahrscheinlich hier reintun. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus. Ich würde dann auch versuchen, die andere Hälfte orange zu machen und die vordere Hälfte, wo wir reingucken können, durchsichtig. Ich habe ein bisschen Harz angemischt und mir sogar Handschuhe angezogen. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Jetzt müssen wir es erstmal ein bisschen rühren. Der Epoxidharz ist fertig gerührt. Ist jetzt sehr klar. Da sind noch so ein paar Bubbles drin. Ich hoffe, die verschwinden mit der Zeit. Oder gleich. Am besten. Das werden wir sehen. Kommen wir zum ersten Förmchen. Unser Grundlayout ist jetzt drin. Jetzt setzen wir das Nest rein. So Leute, Zeit für die nächste Schicht. Thank you.
jetzt mal versucht, mit ein bisschen Wasser die Teile zusammenzudrücken. Funktioniert auch eigentlich sogar ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum ich so ruhig rede. Ich glaube, das ist, weil das Ganze hier so sensibel ist, das Zeug. So Leute, kommen wir zum letzten. Da mache ich jetzt eine neue Mische für. Die anderen zwei zeige ich euch jetzt mal. Die sind schon... Holy, da habe ich auch was. Richtig Glück gehabt, falls ihr es gehört habt. Mir ist gerade die Scheibe geplatzt, wo die Dinger drauf sitzen. Zum Glück ist nichts passiert. Die sind auf jeden Fall jetzt schon ziemlich fest. Ja, der jetzt natürlich noch nicht, wo der Bruch drüber ist. Trocknen auf jeden Fall jetzt im Moment. Jetzt versuche ich mal wieder wegzutun. Beim zweiten hatten wir gesagt, wir nehmen uns, beim dritten, sorry Leute, haben wir gesagt, wir nehmen die kleine Wabe. Oder auch nicht. So Leute, knapp zwei Tage sind jetzt vorbei. Die habe ich jetzt gewartet, damit es komplett aushärten kann. Da haben wir unsere Förmchen, die jetzt bisher im Video gezeigt waren. Ich konnte aber es nicht lassen, noch etwas nachzumachen, weil ich so frustriert war, dass mir das eine Nest kaputt gegangen ist. Da habe ich einfach mal quasi Zwiebelenden eingegossen und ein Blatt, um mal zu sehen, wie es ausschaut, und einfach mal so einen Orangen- und Würfel. Ich würde sagen, wir holen sie jetzt mal raus und gucken wir uns mal genauer an. Ich sag fast, die Waben lassen wir bis zum Schluss. Ja, schauen wir mal diesen Orangen- und Würfel an. Ich habe mir so ein Pulver bestellt, da wollte ich einfach mal sehen, wie das ausschaut, wenn ich das mit in Epoxidharz rein tue. Ich finde das schon ziemlich cool, ich weiß noch nicht, was ich für Projekte damit mache. Ihr seht, da glitzert so ein bisschen drin. Ich glaube, da kann man was Cooles reißen. Mir fehlt nur leider noch ein bisschen so die Idee. Okay, den Würfel finde ich schon mal ganz gut. Die eine Seite hier, ihr könnt sehen, wie es reflektiert, die werde ich noch nacharbeiten müssen. So, holen wir mal die Zwiebeln raus. Ich fand das irgendwie cool mit den Zwiebeln, weil die so coole Wurzeln haben. Da habe ich einfach mal unten was von dem Orange reingetan und dann die Wurzeln ins Orange reingedrückt. Erinnert mich so ein bisschen an so einen gerodeten Wald. Auch noch mal jetzt eine Nahaufnahme für euch. Oh, ich finde das schon ziemlich interessant. Sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, das haben noch nicht so viele so gemacht. Also, ich finde das auch schon ziemlich cool irgendwie. Ich weiß es nicht. Was meint ihr dazu? Wäre cool, wenn ihr nach dem Video vielleicht schreibt, welches euch am besten gefällt. So, als nächstes habe ich hier das Blatt. Ja, von der Seite ist es jetzt ziemlich unspektakulär, aber von der Seite sieht es schon wieder cool aus.
Hier sieht man auch noch, dass sich das leicht so gewölbt hat. Das muss ich auch noch nacharbeiten. Aber ich versuche euch jetzt mal wirklich eine richtige Nahaufnahme zu geben. Da kann man das schon ziemlich gut sehen. Da hat sich quasi überall auf dem Blatt so Blubberblasen gebildet. Und die erinnern so ein bisschen an Tröpfchen. Also ich finde es ziemlich cool. Ich zoome noch mal ein bisschen weiter raus. Ob das Blatt so seine Farbe behält oder ob das vielleicht irgendwann komplett braun wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Gefällt mir auf jeden Fall auch ziemlich gut. So, jetzt kommen wir zu der Wabe. Okay, das geht richtig gut raus. Ich muss auch zugeben, an dem habe ich schon ein bisschen rumgepiddelt gerade eben. So, von hinten relativ unspektakulär. Von vorne finde ich es ziemlich cool, und zwar wenn man es genau so rum hinlegt. Das kann man jetzt in der Kamera nicht so gut sehen. Ich gebe euch mal eine Nahaufnahme. Aber die Wabenstruktur, die sieht schon echt cool aus. Ich meine, die hat jetzt eine Menge Blubberblasen wieder bekommen. Könnt ihr ja wahrscheinlich sehen, das sieht so ein bisschen aus wie Kohlensäure in einer Flasche Wasser. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Mal gucken, ob man da vielleicht noch was machen könnte, wenn man eine Lampe darunter setzt. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. So, und jetzt die letzte. Auf die bin ich gespannt, denn hier konnte ich bisher so von der Seite nicht viel sehen. Von oben auch nicht. Ja, und auch der zweite Blick enttäuscht mich nicht. Okay, da haben sich so richtig heftige Blubberblasen gebildet. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Auch unter dem Nest haben sich heftige Blubberblasen gebildet. Aber sieht schon ziemlich cool aus. Ich finde es sehr interessant. Da gebe ich euch jetzt auch mal eine nahe Ansicht drauf. Ziemlich cool. Also ich finde es sehr geil. Außer diese ganzen Blubberblasen da drin, die finde ich jetzt nicht so cool. Da sieht man, wie sich richtig viele Blubberblasen gebildet haben. Aber es hat schon eine coole Wirkung. Es schwebt so, wie ich es haben wollte. Naja, ungefähr zumindest. Gefällt mir irgendwie schon sehr gut. Mich würde mal interessieren, welches ihr davon am coolsten findet. Ich glaube, ich favorisiere das hier. Das gefällt mir irgendwie am besten. Ich hätte auf jeden Fall noch Lust, weitere Sachen und Experimente mit dem Epoxidharz zu machen. Sehr interessante Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Auch ein Abo wäre nett. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.
I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight.